Hi, hallo, ich grüße euch, hier ist der Jürgen aus Thailand. Ja, wir sind ja bei unserem Poolbau dran und ja, freuen uns natürlich, wenn wir auch immer Komplimente kriegen über die Arbeiten, die wir so machen und einige uns loben. Allerdings haben wir diesmal auch in die Tonne gegriffen. Alles Weitere nach dem Intro. Ja, begrüße euch zum Video. Hi. Ja, ihr wisst, wer viel macht, kann auch schon mal Fehler machen. Allerdings ist uns dies auch jetzt mal gelungen, einen Fehler zu machen. Sagen wir nicht direkt Fehler, wir haben Pech gehabt. Sagen wir es mal so, wir haben richtig Pech gehabt. Ja, an unserem Poolbau. Toi, 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 ist eine Sache, die man kompensieren kann. Ich zeige euch mal. Wir haben natürlich immer wieder Regenfälle, steht natürlich auch immer wieder Wasser drin, was wir ja auch immer dann wieder abpumpen müssen. Ja, die Wand, soweit, okay. Stufenbereich, alles toll. Ja, haben uns dann die nächste Wand gemacht. Da steht jetzt noch, ich sag jetzt mal schräg, aufgrund der Größe lassen wir die da so stehen und fummeln da nicht mit rum. Ja, die Schalung halt eben. Und dahinter ist die Wand, die wir als letztes gegossen haben. So, jetzt gehen wir mal rum. Oh, und da ist uns wirklich mal eine Schalung weggegangen. Schaut euch das an. Ja, ursprünglich sollte sein so breit wie hier die Wand. Ja, und da ist eine Welle drin. Aber hallo, ne? Kann man, glaube ich, gut sehen. Die Rohre sind alle wie gewollt. Kommen die aus der Wand? Hier haben wir dann kleine Rohre. Da, die sind dann als Kabelführung gedacht. Für die späteren Lampen, die dann mal da reinkommen sollen. Jo, ist uns passiert. Kann man nicht abwenden. Na, ich versuche es mal so ein bisschen darzustellen. Ist natürlich eine Welle drin, ne? Aber hallo. Ja, was ich euch jetzt nicht zeigen kann, ist, von innen haben wir auch an einer Stelle, ja, ich sage jetzt mal auf so, ja, einem Quadratmeter. Ist aber nicht so drastisch. Ist die Wand so ein bisschen gekommen, aber nichts Dramatisches. Ist später sowieso unter Wasser, siehst du nicht, aber ja, nicht gerade so ärgerlich wie die Geschichte hier jetzt. Die kann man jetzt natürlich mit dem Betonschleifer egalisieren. Gut, werde ich dann auch machen. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen weggestellt. Hier ohnehin auf der ganzen Länge wird unten noch das Erdreich ausgehoben, ungefähr ja. Von der Wand aus 60 cm und dann ungefähr noch 15 cm in die Tiefe wird ausgehoben, da die ganze Technik hier auf die Seite kommt. Und da kommt dann, ja, ich sag jetzt mal, ein klappbares Dach drüber. Ja, ich sag jetzt mal, wird ein kleines Dach werden, damit die Sache A sonnengeschützt ist, B immer noch genügend Umluft herrscht für die Pumpe und alles andere, was dann da hinkommt. Ja, ich werde das halt eben neigen können. Und ja, werden wir dann halt eben darunter entstehen lassen. Innen drin ist, sag ich mal, sieht die Wand gut aus, wie die andere eigentlich auch. Ist nur, wie gesagt, auf diesem Quadratmeter ist halt eben ein Problemchen da. Gut. Kann uns auch passieren. Ja, trotz der Komplimente, die man schon mal bekommt. Aber da spielt dann auch schon mal Pech mit. Ja, wir hatten eigentlich gedacht, komm, alles gut, sollte halten. Nee, hat nicht gehalten. Ist dann mal weggegangen. Wie gesagt, wir waren ungefähr 70, 80% schon durch mit der ganzen Geschichte, waren am Mischen, hören hinter uns ein Knacken, ja, und da war es auch schon fast zu spät. Da haben wir ja alles Mögliche unternommen, das noch zu kompensieren, festzulegen, haben dann aber auch weitergemacht, weil wenn du ja einmal, wenn es einmal passiert ist, ist es passiert, gut, kannst du nicht mehr abändern, sowieso nicht mehr. Wenn Beton einmal drückt, dann drückt es, der mit Beton zu tun hat, weiß, so schnell drückt sie dann nicht weg. Wir haben allerdings jetzt so ein ganz anderes Problem, was mich schon ja arg stört. Jetzt haben wir keinen Sand, Kies mehr. Alles soweit gut. Ich bin jetzt mal mit euch ein bisschen gegangen und bin jetzt fast am Eingang unseres Grundstücks. Machen wir so einen Schwenk hier auf unsere Berge, so, damit man ungefähr weiß, wo man ist.
Ja, unsere Bananen und so hier, das gedeiht alles. Ich muss allerdings diesen Bereich hier auch wieder mähen. Wie bereits erwähnt, also hier kannst du Tag und Nacht mähen. So, da ist unser Häuschen, hier ist unser Schotterweg. Ja, Kies, Sand bräuchten wir. Unser Schwager, der war heute Morgen hier, hat uns mal besucht aus dem Dorf und dann ist er wieder weggefahren. Auf einmal hörte ich nur noch einen Motor aufheulen, ein Jaulen. Ja, was ist passiert? Ist unsere Zufahrt, die über zwei Brücken geht, Betonrohr unten drunter gebrochen, unterspült worden und dann hing der da mit dem Vorderreifen drin. Ja, schön ausgespültes Loch. Da haben wir jetzt natürlich schon Holz drüber liegen. Hing der mit dem Auto da drin. Ist natürlich ganz schöne Fließgeschwindigkeit drin, ja. Fließt jetzt hier Richtung unserem Haus, allerdings hinten dran vorbei. Brauchen wir uns keine Kopfschmerzen machen. Alles sicher, alles safe, alles gut. Ja, und hier kommt es dann von unseren Nachbarn, die da mal in der Schnelle das schöne Häuschen haben entstehen lassen. Müsste ich eigentlich auch noch mal rübergehen und euch für da ist noch mal was zeigen. Ist wirklich sehr schön geworden. Ja, wo wir gerade beim Wasser fließen sind, ja, fließt dann natürlich auch hier auf die andere Seite weiter hinterm Haus meines Schwagers. So, jetzt kriegen wir keinen Laster mehr nach hier, ne? Da kommt keiner mehr vorbei, drüber. Geschweige denn, wir haben selber jetzt ein Problem mit dem Auto hier dran vorbeizukommen. Da müssen wir uns mal gleich hinsetzen, da müssen wir uns mal überlegen, was wir da machen. Moped, Trike, alles kein Problem. Unten drunter das Restrohr ist auch noch okay. Nur am Ansatz, wo das Rohr ja mündet oder anfängt, wie man möchte, da ist eine ganze Ecke rausgebrochen gewesen und ja, Straße natürlich beziehungsweise Rohr weggespült. Und da kommen wir jetzt gar nicht mehr mit dem Auto zumindest. Ja, sei jetzt mal gefahrenfrei wieder von unserem Grundstück weg. Müssen wir dann mal schauen, müssen wir uns gerne mal hinsetzen. Da mit der Wand. Kann man ja ruhig zugeben, ist ja kein Problem. Haben wir auch mal Pech gehabt. Wir haben versucht, so gut wie möglich abzustützen, aber da bist du auch durch den weichen Boden, den wir jetzt auch hatten. Wir hatten natürlich genügend Widerlager gemacht, ja, gegen die Wand gestellt. Aber da ist uns dann wirklich mal so ein Widerlager weggeschwommen, wenn man möchte. Wir haben Glück gehabt, beim Betonieren war die ganze Zeit trocken diesmal. Gut. Ist passiert, muss ich mit dem Betonschleifer dran, muss ich wegmachen, ist alles kein Thema. Allerdings haben wir jetzt ein Problem mit unserer Straße. Das war es mal so von uns, auch mal mit was Negativem von uns. Ja, bei uns gelingt natürlich auch nicht alles, ist ja ganz klar. Ja, wie ich schon sagte, wer viel macht, der macht auch mal einen Fehler. Gut, haben wir Pech gehabt, aber richtig Pech gehabt. Also diesmal betonieren ging leicht von der Hand. Ja, waren insgesamt 14 Mischungen. Für den, den es interessiert, ja, so eine Wand. Ja, diesmal Pech. Dafür haben wir jetzt wieder mehr Arbeit und Denksportaufgabe, wie wir den Weg repariert kriegen. Allerdings sind wir hier mit drei Anlieger. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir es kompensieren können. Das war's. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Der Jürgen aus Thailand. Ich sage tschüss.